Willkommen, Freunde. Es geht weiter. Es ist wunderschön hier. Mir ist gerade aufgefallen, dass einige Videos, also Teil 3, 4, ich glaube Teil 1 nicht, kleine Synchronisationsprobleme haben. Also das hat mein Mikro ein kleines Delay. Das liegt aber daran, dass ich in AV1 auf der 4070 Ti aufnehme und dadurch natürlich die AV1 den Codec nochmal umwandeln muss, das Video in H265. Ist noch keine bessere Lösung eingefallen bis jetzt, weil das Schnittprogramm kann AV1 nicht und dadurch kommt das irgendwie. Aber ich gelobe Besserung. So, ich würde sagen, wir düsen jetzt mal zur Kirche. Gucken wir mal, ob wir den Pfarrer bekommen. Aber ich werde mit dem Lehrer auch nochmal sprechen, kurz. Fällt mir gerade ein. Mit Herr Leubel. Hallo, Herr Leubel. Okay, gibt keine neuen Erkenntnisse. Ja, ich gedacht, dass er noch mal ein bisschen was weiß oder so. Egal, wir gucken mal. Wir gehen mal in die Kirche. Wir noch mal ein bisschen, ein paar 10 Cent in den Spendenbeutel werfen. Oh, eine idyllische Atmosphäre hier. Okay, ein Kirchengänger, er wollte nicht mit mir sprechen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das habe ich gesehen. Ist denn irgendwas Verdächtiges? Irgendwas Auffälliges auf dem Friedhof? Ah, es wäre so geil, wenn man mit diesem Modus laufen könnte. Vielleicht gibt es ja Auffälligkeiten an irgendeinem Grabstein oder so. Okay, ja, jetzt nehme ich das zurück, dass er unfreundlich ist. Ich meine, er hat ja einen Angehörigen. Da kann man das ruhig mal ein bisschen verstehen, dass man ja beim verlorenen Angehörigen ein bisschen anders reagiert. So. Doch mal hier. Hier ist nichts. Ich finde, die Haare sehen ein bisschen pixelig aus, irgendwie. Das ist das Game ja so ganz nice. Griesbacher. Mal gucken, was der zu sagen hat. Bürgermeister Griesbacher wirkt angespannt. Immer wieder wirft er kurze Blicke über seine Schulter. Gute Neuigkeiten. Ich konnte mit dem Lehrer Leubel und seinen Leuten eine Abmachung treffen. Herr Schmidt, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ist denn das für eine Abmachung? Zugegeben war Herr Leubel schon sehr skeptisch, aber ich konnte ihn fürs Erste beruhigen. Ich soll das Alibi von George überprüfen. Die Abmachung ist ein Geheimnis, aber ich werde das Alibi von George überprüfen. Es war ganz einfach, den Herr Leubel zur Vernunft zu bringen. Ich habe ihm gesagt, er soll die Füße stillhalten und ich überprüfe das Alibi von George. Das hat er akzeptiert. Dies ist doch wirklich ein Ergebnis. Danke. Überprüfen Sie das Alibi und beweisen Sie die Unschuld vom George. Dies wird den Lehrer beruhigen. Ja, da glaube ich auch. Ich lege die Sache vertrauensvoll in Ihre Hände. Ich sehe schon, so machen wir das. Sie halten mich auf dem Laufenden. Genau. Wir sehen, was ich erreichen kann. Gibt's nur was? Ich würde gern meinen Lohn abholen. Ach ja, natürlich. Hier, den sollen Sie haben. Oh, schön. Was habe ich denn bekommen? 50 Cent. Naja. Wieder Karten spielen. Wer genau war denn in diesem Streit im Wirtshaus involviert? Es ist so. Ich habe es Ihnen ja bereits gesagt. Das ist ein anständiger Ort hier. Wir sind anständige Leute. Traditionsbewusst, unserem König treu untergeben und gottesfürchtig. Aber manche Leute hier meinen, das wäre nicht gut genug. Den Leubel haben sie zum Studieren in die Stadt geschickt. Jetzt ist er wieder zurück mit lauter Flausen im Kopf und sorgt dauernd für Unruhe. Redet ständig an Unsinn von Ungleichheit und Revolution. Hetzt die Leute auf. Dabei geht's uns doch gut. Gerade er braucht sie gleich gar nicht beschweren. Aber der Leubel hat an Hans Gürgel, an Severin, unseren Herrn Doktor und den Lenz zu sich und seine verrückten Ideen gewinnen können. Tragisch ist es schon. Ja, mei. Und wer am Ort ist der anderer Meinung?
Schormeier, also der Vater vom Lenz, sieht das ganz anders. Eher so wie der Herr Pfarrer oder der Alois. Oder auch ich selbst, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich da gar nicht einmischen wollen. Mit dem zum Streien angefangen haben, bin ich gleich heim. Ich hatte eh schon so einen Schädel auf. Das habe ich wirklich nicht mehr gebracht. Deswegen weiß ich ja gar nicht, wie genau das weitergegangen ist. Da müssen Sie mit den anderen reden, bitteschön. Die gehen sich bald an die Gurgel, ich sag's ja noch. Unser Herr Pfarrer, ein guter Mann, ist schon ganz aufgebracht. Und der Leubel will einfach keine Ruhe nicht geben. Sie haben ihn ja erlebt. Ja, das stimmt, der Leubel war ein bisschen aufgebracht. Ich komm ja gar nicht mehr durch zu dem. Kein Anstand, kein Respekt vor Autorität. Bitte reden's mit den Leuten, bevor ja noch Schlimmeres passiert. Mag sich doch keiner vorstellen, sowas. Verstehe, ich sehe, was ich tun kann. Ja, Erfahrungspunkte haben wir bekommen hier. Einen einzigen. Bauchgefühl könnten wir auch noch mal so ein bisschen. Ja, ist gar nicht verkehrt. Hat der Pfarrer eine Beziehung mit seiner Haushälterin? Die ältere Dame hat etwas angedeutet. Okay, da so weit sind wir schon, ja. Okay, hier können wir die Analysen nochmal durchgehen. Das ist der Schorsch. Der Lehrer Leubel. Gide. Und der Griesbacher. Oh ja, der Griesbacher. Das ist auch ein ganz feiner. Ganz feiner Bub. Und der von Bismarck. Was haben wir hier noch Schönes? Medizinversorgung. Die Wahrheit an Hopfen. Ich brauche noch einen Hinweis, um Schorsch aus der Reserve zu locken. Okay, sehr gut. Tja. Ja, ja, mei, da gucken wir mal. Oh, eine Kiste. Eine wunderbare Kiste. Was haben wir denn da? Schlossknacken. Dass das immer vom Würfeln abhängt. Macht mich ganz nervös. Ah. Sesam, öffne dich. Rätsel, Ei, Flasche, Käse. Oh. Alles nehmen. Klar. Super lecker. So, Erfahrungspunkte. War ich mit der Leiter hochklettern? Nö, ne? So, aber da ist die Kirche. Und hier muss doch das Pfarrhaus sein, oder? Inventar, warte mal. Da laufen wir mal hier. Da laufen wir mal rum hier. Dann machen wir die Haxen breit und dann geht's ab. Wo der Schlumpf sich versteckt hat hier. Ach ja, da ist ja wieder Läubelinchen. So, was ist? Wir hier nochmal reden? Mal ein bisschen über meine medizinische Versorgung reden, oder? Der Mann wirkt freundlich und offen. Guten Tag. Schweighöfer. Bei Ihnen bekomme ich doch sicherlich Verbandsmaterial, oder? Nicht nur das, Herr Schmidt. Da schauen Sie mal her, was ich alles hab. Oh, Leinenstoff. Schwarzes Linsenkrautverband. Ja, das reicht. Schwarzes Linsenkraut. Kaufen wir auch nochmal. Leinenstoff. Super. Nicht genug Geld? Was? Achso, ich habe ja nur 59. Warte mal. Kann ich denn hier was wieder rückgängig machen? Dann gehen wir mal raus. Dann gehen wir wieder rein. Und dann handeln wir mal. Guten Tag. Schweighöfer. Dann nehmen wir nur mal einen Verband.
Das reicht schon wieder nicht, ne? Doch. Okay. So. Aber das war mir schon wieder ein bisschen zu teuer. Machen wir hier klopfen? Weil er steht dort draußen, ne? Im Haus bleibt alles still. Ja, wäre ja krass, wenn wir jetzt einfach reingehen. Nee. Wenn der Arzt vor der Tür steht, warum sollte ich da auch klopfen? Wunder, dass er mich nie eingewiesen hat. So, jetzt müssen wir aber nochmal gucken hier. Wir müssen mal den Fahrer besprechen hier. Der, also das geht ja gar nicht. So, halt auf. Hier ist die Kirche. Und hier gibt es einen Eingang zur Kirche. Lass mal hier in die Kirche gehen. So. Aber hier kommen wir nicht rein. So. Aber zur Kirche gehört doch hier das Häusle. So, und wenn wir hier das Häusle haben. Die war doch leer, ne? Oder ist wieder was drin? Ne, die war drin. Ja, und Ding, wenn die sich immer wieder auffüllt, ne? Das wäre ja mal ein geiler Glitch. Da würde ich aber zugreifen. Na? Was machst du denn da? Müssen wir aber rausfinden, ob der Fahrer wirklich was mit seiner Liebsten hat. Also mit seiner Angestellten. Aber wo steckt der? In der Kirche ist er nicht. Er ist auch nicht redselig. Mit ihm haben wir schon gesprochen. Ist sie redselig? Nein, sie ist auch nicht redselig. Kegelbahn. Ah, am Fluss der Junge und beobachtet das Geschehen. Naja. Alois Junior, aber der war doch sonst immer ganz in Ordnung. Wen die Fische klauen? Ne. Reden möchte er mit uns auch nicht. Biaum, biaum. Hört sich an wie Gottesdienst. Hans Giergel. Ah, der Herr aus der Stadt. Guten Tag. Schmidt, mein Name, Valentin Schmidt. Und Sie sind? Hans Giergel heiße ich. Wer ich bin? Weiß ich nicht. Ich bin eigentlich immer irgendwo Knecht gewesen. Bis vor kurzem war ich auf dem Schormeierhof. Aber jetzt genieße ich erst einmal meinen Feierabend. Obwohl, genießen kann man das eigentlich nicht unbedingt nennen. Rumärgern trifft's da schon eher. Ja, eigentlich wollte ich kegeln. Aber es geht ja nichts zusammen. Bahn habe ich nicht, da rollt keine Kugel, naja, Kugeln habe ich auch nicht, also halb so wild. Aber Kegel habe ich halt auch keine. Ich habe schon alles im Dorf und in der Umgebung abgesucht, aber leider habe ich nichts gefunden. Aber dabei muss ich unbedingt üben. Weißt, beim nächsten Schützenfest, da gibt es sicher wieder eine Kegelbahn. Da kann man gutes Geld gewinnen und das kann ich jetzt gerade wirklich brauchen. Ich mein, wer nicht? Andere spielen Lotto. Ach, was kannst du mir zu dem Konflikt hier im Ort sagen? Der Konflikt? Meinst du den Streit im Wirtshaus letztens? Geschmied, das brauchst du doch alles nicht so ernst zu nehmen. Manche hier spielen sie einfach recht gern auf. Man, dass der Lenz jetzt tot ist, ist aber natürlich schon tragisch. Was da passiert ist, das darf ich schon gern wissen. Furchtbar. Das geht schon lange so mit den Streitereien. Immer hin und her. Ich finde das, was der Leubel sagt, gar nicht so falsch. Sag ich da ganz ehrlich. Aber das Außenrum ist mir manchmal einfach zu viel. Und wenn sie dann die Alten einmischen und der Leubel anfängt, diesen La Salle zu zitieren, na, das ist wirklich nicht meine Welt. Da gehe ich dann meistens. Die kommen schon ohne mich zurecht. Und genau so ist es an dem Abend gewesen. Ich war müde von der Arbeit und vom Bier. Das war mir alles zu anstrengend. Bier trinken Sie aber ganz gerne, ja. Konntest du den Toten? Ein Lenz. Ein Schormeierbuben. Ja, schon.
Freilich, Mann, ich habe auf dem Hof eine Anstellung gehabt. Und das weißt jetzt du natürlich nicht. Naja, wie ich hier nach Wolpertshofen gekommen bin, da haben die Schraumeiers Arbeit gehabt. Ja, die haben fast immer Arbeit, das ist ein großer Hof. Das sind gärige Leute, das sag ich da. Naja, das löst schon manchmal Neid aus. Wenn die einen so wenig zum Essen haben, dass kaum einmal pro Woche satt werden und die anderen das Essen einfach auf den Misthaufen schmeißen. Naja, du kannst das ja bestimmt vorstellen. Ich weiß jetzt nicht besonders viel über die Schraumeiers. Die beiden Herren trinken gerne, das ist bekannt. Mhm. Ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn der Lenz sich im Sofa einen Schädel aufgeschlagen hätte. Ja, die Theorie hat man auch schon mal, dass er einfach nur ausgerutscht ist. Gibt es denn keinen, der ihnen die Kegel besorgen könnte? Na, also doch. Aber halt nicht für mich. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Der Müller kennt das gewiss. Also, der ist nicht Müller, der ist eigentlich Zimmermann. Der heißt gerade so. Ein Müller, der Zimmermann ist, sehr schön. Da. Und der kann zerschnitzen. Der hat da ein Händchen dafür. Ich hab's auch schon selber versucht, aber die meinen, die fallen immer von selber um. Läd nur, dass der beim letzten Schützenfest ein bisschen, ja, wie sagen, Pech beim Kegeln gehabt hat. Der hat richtig viel Geld verloren. Ja, und ich hab's gewonnen. Dass der so schlecht im Kegeln sein muss. Was soll man denn da machen? Ja, kann man nix. Und jetzt schnitzt mir der gewiss keine Kegel mehr. Ich könnte Müller ja fragen, ob er für mich die Kegel schnitzen würde. Das darfst du da. Echt jetzt. Ohne Witz. Das war schon toll. Ja, mei. Stell dir das mal vor, wenn ich jetzt da ordentlich üben kann und dann beim Fest jeden Wurf abbramm. Das war schon wirklich eine Sache. Also Schmidt, da war ich ja schon arg dankbar, wenn sie das einmal versucht hätten. Wie ich vorher beim Läubel an der Schule war, habe ich einen Müller auch da gesehen. Eigentlich ist das schon ein feiner Kerl. Anständig. Aber halt auch arg nachtragend. Naja, sie finden den bestimmt noch irgendwo bei der Schule. Und, also, wenn's bald fragen könnten, das wäre natürlich super, weil ich muss ja jetzt ganz schnell anfangen zum Üben. Sonst wird das nichts mehr mit dem Turnier. Ja, freilich. Fahrtungsvoll schaut dich der Knecht an. Information fehlt, Gespräch verlassen. Ja, okay, hier haben wir wieder einen Auftrag, ne? So. Muss ich mir das nochmal merken, weil... warte mal, hier ist ja auch nochmal jemand. Hallo? La 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 la. Naja, ich halt so rein. Vielleicht finde ich noch ein paar Sachen. Nämlich so ignoriert. Schmieröl. Ich weiß, für was wir das gebrauchen können. Oh, abbrezeln. Ja, den Fahrer haben wir noch nicht gefunden. Ist auch ein schöner Hof. So, wie was Schönes. Theoretisch könnte man ja auch mal gucken, ob man hier irgendwo eine Tatwaffe findet oder so. Ich klaue mich hier so durchs Leben. Unglaublich. Abgesperrt. Okay, das ist ja hinter dem Wirtshaus. Können wir jetzt schon den Schorsch nochmal fragen? Oder weiß der wieder nichts? Hallo, Schorsch. Information fehlt noch. Okay. Könnten hier nochmal spielen, damit wir ein bisschen Kohle verdienen. Freilich. 20, komm. Aber sicher. Oh. Jetzt muss ich aber alle drei gewinnen, ne? Ist normal. Ja, das war's.
Oh, 20 Cent. Aber wollen wir nochmal um 10 spielen näher kommen? Bitte. Oh, ich habe mein ganzes Geld verspielt. Oh. Nur ein bisschen. Hat er schon was Neues eigentlich? Peter hat auch nichts Neues. Sie vielleicht was Neues? Frau Geschwender. Was darf ich eher kurz da herstaudern? Ne, handeln ist schlecht. Ich habe keine Kohle. Machen wir denn. Die beiden sprechen nicht mit mir. Ja, gehen wir mal zur Schule. Die war doch auch hier gleich in der Nähe. Jetzt ausgenüchtert. Du bist ja nicht sicher, ob man Geräusche noch schnarchen nennen kann oder ob schon eher ein Sägewerk ist, das hier dargeboten wird. Auf alle Fälle schläft der Mann tief und fest. Naja. Er hat sich aber auch einen reingegeben, ne? Mit den beiden Mädels habe ich schon gesprochen. Nee. Abgesperrt. Was war denn das hier? Nee. Irgendwo ein Bienenschwarm oder so? Das hat sich ja angehört, als wieder so eine 300-Kilo-Tür zugeknallt. Ja, warum geht er da nicht hin? Da liegt was. Komisch. Sieht man doch, dass da was liegt. Aber geht nicht. Will er nicht. Seltsam, seltsam. So, Brezeln. Und mit dem Onkel hier schon gesprochen? Ich will nicht. Ja, da hast recht. Das ist ein Problem. Auch nicht mit uns sprechen, aber dann geht's in den Wald. Da will ich auch gar nicht hin. Wir gucken mal, dass wir nochmal zu Leubel gehen und gucken wegen Müller, ob der vielleicht die Kegeln besorgen kann. Humta, 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 humta. So, da müsste ja Herr Müller sein, ne? Hier bei der Schule. Sollte ich ihn fragen, wegen Kegelmann kann. Leubel. Severin. Da ist er, Herr Müller. Ich hätte gern ein paar Kegeln geschnitzt. Kegel? Das kannte ich schon machen, aber Sie sehen ja, was da los ist. Jetzt habe ich kurz Zeit. Wir müssen uns verteidigen. Aktuell ist ja nicht viel zu verteidigen. Vielleicht könnten Sie die Zeit ja mal schnitzen vertreiben. Ja, das verstehe ich. Vielleicht würde Schnitzen ja die Nerven beruhigen. Boah, mit 6 Punkten Empathie soll ich hier weitergehen. Da muss ich aber ganz viel Glück haben. Ja, da haben sie auch wieder recht. Das werde ich schon machen. Jetzt kommen sie einfach ein bisschen später wieder zurück. Ja. Haben sie Kegel schon fertig? Ach, die Kegel. Ja, die Kegel. Ja, da sind die Kegel. Ah, danke. Aber wir haben schon verzeiht, dass man sie beim Hans Gürgel gesehen hat. Dem Deppen will ich sicher keine Kegel geben. Nicht solange der mein sauer verdientes Geld versauft. Aber ich mache ja noch ein Angebot. Sie kriegen die Kegel und dafür gewinnen Sie vom Hans Gürgel mein Geld wieder zurück. Gute Idee, so machen wir das. Tja, da haben wir jetzt die Kegeln, können die abgeben.
Dann bringen wir immer die Kegeln. Kegel, Kegel, Kegel. Der gute Mann verweilte ja hier irgendwie auf dem Hinterhof, hä? Nö, eigentlich brauchen wir da nichts, ne? Nö. Schwammelspieß vielleicht, aber naja, machen wir auch nicht. So, was haben wir hier? Können wir nebenbei nochmal ein bisschen lesen. Hier hängt ein Aushang, er ist bereits sehr verwittert und schwer zu lesen. Ich soll auch den guten Wein einsetzen. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Ist einer der Aushänge des Lehrers ein Zitat? Der Säbel ist zwar der Säbel, aber er ist nie das Recht. Ferdinand Lassalle. Ja, der Lassalle, ne? Der alte Grießkram. Spricht sie mit mir? Oh, klar. Eine junge Frau steht vor ihrem Haus. Ihr Blick fällt auf dich. Sie hält inne. Guten Tag. Die junge Frau sieht dich fragend an. Wenn man guten Tag schon als Frage versteht, natürlich, aber naja. So, dann gucken wir mal hier. Gehen wir mal zu unserem Kegelmann. Ne, warte mal. Das war falsch. Wir müssen noch einen weiter. Und zwar jetzt hier links und da spüren. Ich kann dieses Spielen, Spoilen, Spülen. Die reden, die sprechen da so komisch aus. Mhm. So, wir sind ja hier gewesen. Lampenhöhle, sehr gut. Hier gibt es noch eine Kiste. Schloss knacken. Bitteschön. Dankeschön. Und nochmal. Und nochmal. Jawohl, Kiste öffnen. Oh, Hammer sogar, Leder. Ist ja der Hammer. Wunder, dass unser Inventar noch nicht mega voll ist. Schleifpapier, was man alles so findet. Hier ist doch die Kegelbahn, ne? Da ist er. Ah, der Herr aus der Stadt. Hallo Hans Giergel. Ich hab die Kegel. Super, zeig einmal her. Hier sind die Kegel, aber es gibt sie nur, wenn du bereit bist, das Geld von Severin Müller nochmal gegen mich zu wetten. Was ist denn das für eine Bedingung? Mag dir jetzt die vorschicken, der feige Kegelbruder? Ich mach dir ein Angebot. Wenn du das einmal schaffst, alle neine abzumrammen, dann gebe ich dir das Geld. Da hab ich mühsam dafür kegeln müssen. Das gibt's nicht einfach so. Ich möchte gern gegen dich kegeln. Ja, aber selbstverständlich, Schmied. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass du das gewinnen kannst, aber versuchen darfst du das einmal. Da hast drei Würfe, um das ganze Feld abzumrammen. Oha. Los geht's. Da hast du ein paar Kugeln zum Kegeln. Aber wirf mir keine Löcher in die Bahn. Das ist Kegeln und nicht Werfer. X gedrückt halten, um zu zielen und einen Sprung zu holen. Ja, das ging doch. War gar nicht so schlecht. Zwar nur eine abgeräumt, aber... Oha. Jetzt habe ich nur noch einen Wurf. Ah, schade. Das war nix. Das probieren wir nochmal. Ja, hallo? Ah, der Herr aus der...
Ja, aber selbstverständlich. Da hast du ein paar Kugeln zum Kegeln. Aber wirf mal keine Löcher in die Bahn. Okay, also... Kegeln und nicht werfen. Finde ich aber geil, dass wir es mehrmals probieren können, ja? So, so ein bisschen Zufall hier. Oh! Ein Profi! Ja, der allerechte. Yo! Super, alle Neune. Wer verkrümelt sich immer? Wo sind die jetzt? Ach, da. Ah, der Herr aus der Stadt. Ist ja gut, ist ja gut. Genau. Du hast dein Geld. Sag dem Severin bitte, dass es nicht so gemeint war. Am nächsten Fest können wir ja wieder miteinander kegeln. Super. Oh. Ja, aber selbstverständlich, Schmied. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass du das gewinnen kannst, aber versuchen darfst du es einmal. Da hast du 3 Würfe, um das ganze Feld abzurammen. So, okay, wir haben ja gewonnen und das heißt, wir können eigentlich wieder zurück. Und den Severin mal sein Geld geben. Mensch, wir müssen doch irgendwann mal... Warte mal, was liegt denn hier noch? Nee. Wir müssen doch irgendwann mal den Fahrrad treffen. Wo läuft der denn rum? So, was ist hier Leckeres? Lass mich aber auch schnell ablenken. Ich wollte eigentlich mit dem Herrn hier reden. Ach, das ist der Fahrer. Sitzt da so draußen rum. Der schlanke Mann auf dem Friedhof. Vor der Kirche atmet tief durch, als er dich sieht. Grüß Gott. Gott zum Gruße und willkommen in unserer beschaulichen Gemeinde. Was führt dich zu uns? Valentin Schmidt ist mein Name. Psycho. Ich fühle Sie Karts Berichterstatter und in dieser Funktion auch hier. Scheint mir jedoch, dass dies ein ungünstiger Moment für meinen Bericht. Da sprichst du wahre Worte, lieber Valentin. Es sind schwierige Zeiten, in denen du zu uns gestoßen bist. Eine furchtbare Tragödie hat sich ereignet und die Gemeinschaft muss zunächst wieder zu Frieden und Einigkeit zurückfinden. Aber kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich bin froh, dass Sie fragen, Herr Pfarrer. Pfarrer Bayerle hat einen gütigen, aber erwartungsvollen Blick. Sie haben von einer Tragödie gesprochen. Was ist denn vorgefallen? Lieber Valentin, das ist eine gute Frage. Eigentlich war es ein Sonntag wie jeder andere. Wir haben eine schöne Messe gehalten und anschließend kommen die Leute hier gerne im Wirtshaus zusammen. Auch ich stoße meistens dazu und sitze mit den wichtigen Entscheidungsträgern des Ortes beisammen. Ein ganz normaler Sonntag eben. Stößt dazu und stößt an. Mitglieder der Gemeinde, die im Wirtshaus oftmals auf ungebührliche Weise über die Stränge schlagen. Ungebührlich, sage ich dir. Leider war es so, auch am besagten Sonntag. Oh. Diese Unruhestifter saßen etwa 2 Tische von uns entfernt und wurden immer lauter. Lauter und lauter, bis man sein eigenes Wort kaum mehr hören konnte. Der eine oder andere von denen hatte da gewiss schon zu tief ins Glas geschaut. Nun ja, Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Und so sah ich in meiner großen Verantwortung gegenüber. Nämlich der Verantwortung, als Vorsteher der geistlichen Gemeinde den Frieden im Ort zu wahren. Dazu gehört selbstredend auch der Frieden im Wirtshaus. Ganz besonders im Wirtshaus. Nach all dem Krieg brauchen wir wieder Frieden. Oh ja. Meine wohlgemeinten, aber mahnenden Worte wurden jedoch nur mit Hohn und Spott quittiert. Uneinsichtige Ablehnung, flegelhaftes Benehmen. Anders kann man das bei Gott nicht nennen. Flegelhaft. Unser lieber Schorsch hatte diese Gottlosigkeit in seinem Herzen nicht ertragen können. Der junge Mann war so mit Mut beseelt in dem Versuch, mich und die Kirche gegen diese Flegelhaftigkeit zu verteidigen. Es war eine wahre Wonne, ihm in die leuchtenden Augen zu schauen. Natürlich habe ich ihn wieder beruhigen wollen. Vergebe auch den Schuldigen, sagt er bereits unser Herr Jesus Christus. Und dann ging alles ganz schnell. Mit einem Mal stand der Schorsch am Tisch der Halunken und hat sie zur Rechenschaft gezogen. Der Schorsch scheint doch mehr zugemacht zu haben. Sind, ist kaum in Worte zu fassen. Grobheit, sage ich da. Auf diese Barbarei haben wir uns freilich nicht eingelassen. So haben wir unsere Schulden bei der guten Frau Gschwendner beglichen und sind unsere Wege gegangen.
Gott sieht alle Sünden. Ich habe noch in dieser Nacht für diese Flegel gebetet, dass der Herrgott ihnen ihre Unverschämtheiten vergibt. Unverschämtheiten. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Herr Pfarrer, vielen Dank für die Auskunft. Selbstverständlich. Lass mich jederzeit wissen, wenn ich dir helfen kann, lieber Valentin. So, ich glaube, jetzt muss ich erst einmal mein Pfeiferl rauchen. Ja. Pfarrer Bayerle hat einen gütigen, wartungsvollen Blick, das hatten wir schon. Wer genau wäre in diesem Streit? Weil der Schorsch, der scheint, das wird immer so verharmlost, aber ich habe das Gefühl, er hat noch ein bisschen mehr um Kerbholz. Ich möchte natürlich keine Gemeindemitglieder anschwärzen, aber der Herr Leubel Corbinian, unser Dorflehrer, muss erwähnt werden. Muss. L-O-I-B-L schreibt man den. Leubel. Der ist da gesessen mit dem Schweighöfer, dem Lenz vom Schormeierhof und dem Hans Girgel beisammen. Da saßen diese Unruhestifter und haben ihre Unverschämtheiten von sich gegeben. Also früher hätte so etwas nicht gegeben. Früher haben auch die jungen Leute noch Respekt gehabt vor der Würde der Kirche und des Amtes. Aber diese Flegel kennen so etwas gar nicht. Respekt und Anstand. Unverschämtes Pack. Aber auch diese Leute werde ich natürlich in meine Gebete schließen und den Herrn um Vergebung für deren Sünden bitten. Natürlich. Diese Leubel, der Schorsch wurde diesmal gar nicht erwähnt. Auf meiner Seite? Du meinst auf der Seite der Gemeinde? Also der Rechtschaffenden? Der Allgemeinheit? Die Frage sollte doch eher sein, wer ist da nicht? Du meinst gewiss, wer am besagten Abend mit mir an einem Tisch saß. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Als Vertreter der Kirche sitze ich schlicht mit Gemeindemitgliedern am Tisch. Da mache ich keinen Unterschied, musst du wissen. Keinen. Gucken, wie auf seine Haushälterin also reagiert. Ich habe ja bereits erwähnt, unsere treue Seele. Der Alois war auch dabei und der Herr Bürgermeister selbstverständlich. Aber ich könnte mich auch irren. Wie ich sagte, keinen Unterschied mache ich da. Da wird der Schorsch wieder als fromme Seele dargestellt. Frau Oberlechner? Ja, die Renate. Eine gute Seele und, das kann ich nicht genug betonen, eine hervorragende Haushaltshilfe. Habt ihr geschnackselt? Die ganze Zeit bei mir. 12, 13, also schon mehr als 10 Jahre auf jeden Fall. Die arme Renate hat es auch nicht immer leicht gehabt. Weißt du, der Herrgott hat Renates Mann leider schon vor einiger Zeit zu sich geholt. Da blieb sie ganz alleine mit dem Bub zurück. Inzwischen ist der natürlich auch kein Bub mehr, der Maxl. Und so kam die Frau Oberlechner dann zu mir. In der Gemeinde muss man schließlich füreinander da sein. Die Renate brauchte eine Anstellung und ich brauchte Hilfe. Und so ein Haushalt ist wahrhaft keine Aufgabe für uns eins, nicht wahr, lieber Valentin? Ja, da steckt mir schon ein bisschen mehr dahinter. Der Bub, der Maxl, ist dann auch bald in die Stadt gegangen. Wir haben schon viel erlebt, die Frau Oberlechner und ich. Da lernt man sich im Laufe der Jahre auch persönlich besser kennen. Aha. So viel Zeit miteinander, also menschlich. Du weißt gewiss, wie ich das meine. Na ja, klar. Sind Sie sich auch über das Beschäftigungsverhältnis hinaus näher gekommen? Oha, jetzt letzte Chance. Shit. Wird er mir nicht beantworten. Was möchtest du mir denn hier unterstellen? Die Renate, also die Frau Oberlechner und ich? Ja, um Himmels Willen. Der Herrgott hat für so etwas kein Verständnis. Ich bin ein Mann Gottes. Dort liegt meine Loyalität. Ich bin vor vielen Jahren einen Bund eingegangen, den mit Gott und meiner Gemeinde. Und diesen Bund ehre ich jeden Tag. Ich kann mir schon vorstellen, wie du auf so einen Schmarrn kommst. Die Leute hier im Ort zerreißen sich immer das Maul über irgendwen. Und trotzdem, oder gerade deshalb, bin ich jeden Tag dankbar dafür, meine schützende Hand über diese Gemeinde halten zu dürfen. Ich weiß nicht. Irgendwie traue ich ihm da auch nicht so richtig. Pfarrer Bayerle, okay. Hallo? Möchte er mit mir sprechen? Hallo? Hallo? Auch nicht. Okay.
Freunde, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal Like und Abo da. Und ich hoffe, dass diese Folge jetzt wenigstens mal, synchron war. Dann bis zum nächsten Mal.